Sitzen ist das neue Rauchen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Spezialvideo von Corpus Modum. Wir haben für dich ein Video zum Thema Sitzen ist das neue Rauchen aufbereitet, damit du gebündelt und spannend aufbereitet alle wichtigen Informationen bekommst. Das Video ist in drei Teile aufgeteilt und zeigt dir, was das jahrelange Sitzen mit deinem Körper macht und warum es so schlecht ist. Außerdem lernst du, welche Schritte du persönlich für dich treffen kannst, um den Folgen entgegenzuwirken. Abgerundet wird das Video mit Maßnahmen, die jedes Unternehmen für seine Mitarbeiter umsetzen kann. Dieses Video gestalte ich diesmal nicht alleine, sondern habe mir von Patrick Verstärkung geholt. Er wird euch später erzählen, wie euer Körper auf das jahrelange Sitzen reagiert. Mein Name ist Tobias Hundinger und jetzt geht es mit dieser Dokumentation so richtig los. Was ist das Problem? Die Medienlandschaft dominieren Schlagzeilen wie Sitzen ist das neue Rauchen oder Rückenschmerzen sind die Volkskrankheit Nummer 1. Doch warum sollte Sitzen eigentlich das neue Rauchen sein? Dass Rauchen gesundheitsschädlich ist, steht außer Frage. Laut der Deutschen Krebsgesellschaft verursacht Rauchen 121.000 Todesfälle. Somit ist Rauchen die häufigste vermeidbare Todesursache in Industrieländern. Zum Glück ist die Raucherquote seit Jahren rückläufig und Deutschland hat mittlerweile einen Nichtraucheranteil von 75,2% bei den über 18-Jährigen. Wie ist nun der genaue Zusammenhang zwischen Sitzen und Rauchen? Rauchen und Sitzen, beides ist gesundheitsschädlich. Dass Rauchen gesundheitsschädlich ist, weiß mittlerweile zum Glück jeder. Beim Sitzen ist das Ganze anders. Nimmt man es genau, müssten nicht nur auf Zigarettenpackungen Schockbilder und Warnungen gedruckt sein, sondern auch auf Bürostühlen. Warnungen wie Bürostühle können Rückenschmerzen verursachen, Sitzen schädigt ihre Gesundheit oder lange Büroarbeit kann zu Nackenschmerzen führen. Wirken auf den ersten Blick vielleicht ein wenig absurd, doch vielleicht würde es genau diesen Schritt benötigen, um die Bevölkerung zu sensibilisieren und über die gesundheitlichen Risiken von langem Sitzen aufzuklären. Die Aufklärung beim Tabakkonsum ist gegenüber der Aufklärung beim Thema Sitzen jahrzehnteweit voraus. Während die Raucherquote kontinuierlich rückläufig ist, steigt die Zahl der sitzenden Berufe und die Gesamtsitzstunden weiter an und damit auch die Gesamtanzahl der Folgen wie Rückenschmerzen. Die Veränderung der Arbeitswelt und Büros im Laufe der Geschichte. Das Büro hat eine lange Geschichte, bis es zu dem wurde, wie wir es heute kennen. Kannst du dich noch erinnern, wie früher ein Büro ausgesehen hat? Heute sind wir kleine Mehrpersonen- oder Einzelbüros gewöhnt. Früher gab es laute und stickige Großraumbüros. Wenig Licht, eine schlechte Luft, viel Lärm. Eine angenehme Arbeitsatmosphäre stellt man sich anders vor. Früher war übrigens auch noch das Rauchen im Büro erlaubt. Etwas, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Überwacht wurden die Mitarbeiter im Büro von einem sogenannten Supervisor. Alle Schreibtische waren zu ihm ausgerichtet und man war unter ständiger Kontrolle. Auch der Büroaufbau machte viele Entwicklungen mit. 1964 kam der Cubicle auf den Markt. Der Cubicle, oder übersetzt die Arbeitskabine bzw. Nische, unterteilte die Großraumbüros erstmals und schaffte für jeden Angestellten ein wenig Privatsphäre. Firmen konnten durch diese Arbeitsnischen relativ viele Arbeitskräfte auf kleinem Raum unterbringen. Die mittleren Arbeitsplätze im Raum versorgte jedoch nur künstliches Neonlicht. Ab den 90ern, weil durch viele technologische Innovationen geprägt waren, kehrte man wieder zu offenen Büros zurück, um eine offene Kommunikation zu fördern. Heutzutage schreiben große Technologieunternehmen wie das Paradebeispiel Google ihren Mitarbeitern gar nicht mehr vor, wie und wo sie arbeiten sollten, sondern überlässt jedem Mitarbeiter selbst die Entscheidung. In unseren Breiten in einer normalen Firma, unter Anführungszeichen, ist das nicht so üblich. Große Trends wie das Homeoffice oder Coworking Spaces erfreuen sich in unseren Breitengraden jedoch ebenfalls immer größerer Beliebtheit. In der Entwicklung der Büros hat sich also viel getan. Man nahm Abstand von den kleinen Kojen und heutzutage hat im Idealfall jeder ein mit ausreichend natürlichem Licht versorgtes Büro. Nicht nur die Büros machten in den letzten Jahrzehnten eine große Entwicklung durch, sondern auch die Arbeitswelt. Wie in der Industrialisierung verschwinden auch in diesem Jahrhundert Jobs und wiederum neue Tätigkeitsfelder entstehen. Durch den immer höheren Grad an Digitalisierung lässt sich bei diesen neuen Berufsfeldern ein interessanter Umstand bemerken. In beinahe allen neuen Jobs sitzt man den ganzen Tag. Dazu haben wir auch eine interessante Studie vom Institut für Handelsforschung in Köln entdeckt. Laut Erhebungen des Instituts gab es in den letzten 10 Jahren eine Steigerung der Büroarbeitsplätze von 16%. In absoluten Zahlen führt Berlin im Bundesvergleich mit 879.000 Büroarbeitsplätzen. Relativ bezogen auf die Bevölkerungshöhe gibt es mit Frankfurt am Main einen klaren Sieger. Die Bankenmetropole verzeichnet um 178% mehr Büroarbeitsplätze als im bundesweiten Durchschnitt. Das Dilemma mit dem Sitzen.
Sitzen nimmt in unserer Gesellschaft also immer mehr Zeit ein. Überleg einmal, wie lange du pro Tag sitzt. Ein kleiner Tipp dazu. Du sitzt nicht nur in der Arbeit, sondern viele auch schon bereits auf dem Weg dorthin. Weitere Tätigkeiten im Sitzen sind alle anderen Autofahrten, beim Essen, am Abend auf der Couch oder auch in der Freizeit, wenn du dich mit einem Freund oder einer Freundin bei einem Café triffst oder ins Kino gehst. Also, wie hoch schätzt du die Zeit, die du täglich im Sitzen verbringst? 7,5 Stunden pro Tag sind es im Durchschnitt in Deutschland. Die 18- bis 29-Jährigen sitzen dabei wesentlich mehr, und zwar 9 Stunden pro Tag. Diese Studie der DKV solltest du jedoch unter dem Aspekt sehen, dass sowohl Menschen mit Bürotätigkeiten als auch Menschen mit einem Arbeitsalltag, der hauptsächlich im Stehen stattfindet, befragt wurden. Was kam bei deiner Berechnung heraus? Schreibe es uns doch in die Kommentare. Die grundsätzlichen Rahmenbedingungen hätten wir also geklärt. Das Fazit: Wir sitzen zu viel und die Zahl der Büroarbeitsplätze nimmt drastisch zu. Doch welche Auswirkungen hat nun das ganze Sitzen auf unseren Körper? Und warum entstehen Folgen wie Rückenschmerzen oder Nackenverspannungen? Diese Fragen klärt nun Patrick mit dir gemeinsam. Die Folgen der Arbeit im Büro. Hallo, mein Name ist Patrick Rudorfer und ich übernehme jetzt diesen Teil im Video. Früher habe ich in unseren Firmenworkshops immer gesagt, wir sitzen seit dem 6. Lebensjahr. Mittlerweile habe ich meine These geändert. Es ist mir bei meiner kleinen Tochter aufgefallen, die 1 Jahr alt ist. Selbst bei den Einjährigen versuchen wir, dass diese bereits sitzen. Seit dem 1. Lebensjahr werden wir also auf das Sitzen hin gedrillt. Welche Folgen kennst du, die durch langes Sitzen seit dem 1. Lebensjahr entstehen? Hat sich bei dir dein Rücken schon einmal bemerkbar gemacht? Greifst du dir öfter in einen verspannten Nacken oder spürst du vielleicht die Schultern? Das alles sind Folgen des stundenlangen Sitzens. Darüber hinaus gibt es noch bekannte Bürokrankheiten, wie zum Beispiel der Mausarm. Übrigens, zum Mausarm findest du auf unserem Kanal schon ein Video. Sehen wir uns ein paar interessante Zahlen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin an. 46% der Büroangestellten litten innerhalb eines Jahres an Schmerzen im unteren Rücken. 40% hatten Probleme im Nacken- und Schulterbereich. 33% fühlten sich durch die Arbeit im Sitzen erschöpft und 28% hatten Schmerzen in den Armen und Händen. Allein jeder Zweite litt also an Rückenschmerzen. Ein weiterer spannender Umstand der Erhebung ist, dass Probleme im Nacken- und Schulterbereich und Schmerzen in den Armen und Händen so gut wie nie therapeutisch und ärztlich behandelt wurden. Das heißt, der Großteil findet sich mit der Situation ab, dass sie zum Beispiel einen verspannten Nacken haben. Das muss jedoch nicht sein. Ein Kurzguide, welche Übungen wir machen können, sehen wir uns deswegen noch später an. Die vielfältigen Folgen des Sitzens kennst du nun. Doch wie entstehen diese typischen Büroprobleme eigentlich? Die Ursachen der Büroprobleme. Was denkst du? Wie kommt es zu diesen Problemen? Was passiert mit unserem Körper, wenn wir jahrelang etliche Stunden im Sitzen arbeiten? Sehen wir uns die Sitzposition einmal ein wenig genauer an. Was fällt dir auf? Genau richtig. Der erste Punkt, warum uns Sitzen so schadet, sind die angewinkelten Beine. Im Gegensatz zum Stehen entfaltet der Hüftbeuger hier nicht seinen vollen Bewegungsradius. Dadurch verkürzt er sich. Im Sitzen bemerken wir die Folgen dabei noch nicht. Erst beim Aufstehen wird es problematisch. Durch den verkürzten Hüftbeuger zieht es uns nach vorne. Diese Verkürzung führt zu Überlastungen in den umliegenden Regionen. Die indirekten Folgen sind ein Hohlkreuz, daraus folgen ein Rundrücken sowie Probleme in der Nackenmuskulatur. Diese Veränderung belastet dich dann sowohl im Alltag als auch im Sport. Durch verschiedene Ausgleichsbewegungen kannst du dann nicht deine volle Leistung entfalten und es kann zu weiteren Schmerzen kommen. Ein verkürzter Hüftbeuger wäre also die erste Folge. Welche Übung wir hier machen können, sehen wir uns ebenfalls später noch an. Wie reagiert unser Körper noch auf das lange Sitzen? Dazu schauen wir uns noch einen anderen Umstand an. Kennst du das? Wenn du dich schön gerade hinsetzt und nach spätestens 5 Minuten sitzt du wieder in einer leicht zusammengesackten Position da? Warum ist das so? Dies hat mehrere Gründe. Bei der Bildschirmarbeit sind wir eher nach vorne gebeugt.
Durch das jahrelange Sitzen startet ein Umbauprozess in unserem Körper. Die Strukturen passen sich an die Sitzposition an. Das haben wir schon am Beispiel des Hüftbeugers gesehen. Außerdem ist die Arbeit eher nach vorne gerichtet. Dadurch verkleben die Faszien der Brustmuskulatur. Ebenfalls schwächt das ständige Sitzen unsere Muskulatur. Die Folge ist, dass du dich in deinem Bürostuhl komplett aufrecht hinsetzen kannst und nach wenigen Augenblicken zieht es dich wieder in die leicht gebeugte Position nach vorne. Hast du zusätzlich noch eine schwache Bauchmuskulatur, wenig Körperstabilität und wenig Ausgleichsbewegungen im Alltag, sind Rückenschmerzen vorprogrammiert. Leider leiden mittlerweile schon Jugendliche an diesem Problem und bekommen immer früher Rückenschmerzen, weil sie nicht nur in der Schule sitzen, sondern die Freizeit auch immer mehr im Sitzen verbringen. Der Fernseher, der Computer oder das Smartphone sind der natürliche Feind von Bewegung. Früher konnte das Sitzen in der Schule noch durch die Bewegung am Nachmittag im Freien kompensiert werden. Heute verbringen viele Jugendliche die Zeit lieber im Haus. Wie stark gefährdet das Sitzen unsere Gesundheit? Neben all diesen Problemen wie Rückenschmerzen oder Nackenverspannungen gibt es auch Folgen, die man nicht unmittelbar merkt. Je länger man sitzt, desto höher ist das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder an Diabetes zu erkranken. Durch die geringe Bewegung der Waden leiden außerdem die Beinvenen darunter. Weiters kann der geringe Kalorienverbrauch zu Übergewicht führen. Daneben hat man, wie angesprochen, eine schlechtere Haltung im Stehen und allgemein kann man laut Studien mit einer geringeren Lebenserwartung rechnen. In Studien gibt es außerdem immer wieder Hinweise darauf, dass das Risiko an verschiedenen Krebsarten wie Darm, Gebärmutter und Lungenkrebs zu erkranken durch Sitzen erheblich steigt. Eine Studie der Universität Regensburg vom Juli 2014 belegt dies zum Beispiel. Zusammengefasst, Sitzen ist schlecht für uns und unseren Körper. Die Schlagzeile "Sitzen ist das neue Rauchen" hat also absolut seine Berechtigung. Neben den typischen körperlichen Problemen wie Rückenschmerzen führt Sitzen zu einem höheren Risiko an Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs zu erkranken. Doch was ist die Alternative? In der Arbeit muss man leider sitzen. Damit du nun lernst, wie du proaktiv etwas gegen die typischen Sitzprobleme machen kannst, geben wir dir verschiedene Lösungsansätze an die Hand. Einmal sehen wir uns dabei an, was du für dich persönlich tun kannst und einmal, welche Maßnahmen deine Firma für dich umsetzen kann. Wir starten nun mit deinem persönlichen Lösungsguide. Dein persönlicher Lösungsguide gegen das Sitzen. So, jetzt wird es praktisch. Es geht nun um die proaktive Umsetzung von geeigneten Lösungsmaßnahmen. Starten wir gleich mit deinem Arbeitsplatz. Wir stimmen deinen Büroarbeitsplatz in weniger als 2 Minuten ergonomisch auf dich ab. Die Ergonomie ist die erste wichtige Basis, die dich beim Sitzen unterstützt. Folgende Punkte sind wichtig. Beim Sitzen an deinem Arbeitsplatz solltest du 2 rechte Winkel haben. Den ersten rechten Winkel sollte dein Kniegelenk bilden und den zweiten dein Ellenbogengelenk. Stelle deinen Bürostuhl also so ein, dass deine Beine den 90-Grad-Winkel ergeben. Deine Füße sollten dabei einen festen Stand haben. Passe nun als nächstes deinen Schreibtisch an, dass auch deine Arme einen 90-Grad-Winkel bilden. Falls du keinen höhenverstellbaren Schreibtisch hast und kleiner bist, kannst du dir mit der Fußstütze helfen. Als nächstes geht es um deinen Bildschirm. Richte ihn so aus, dass er gerade vor dir steht. Falls du an 2 Bildschirmen arbeitest, sollte der Hauptbildschirm gerade vor dir stehen. Die Sichtlinie zum Bildschirm verläuft parallel zum Boden. Falls du den Bildschirm erhöhen möchtest, kannst du das mit Hilfe eines Katalogs machen. Das ist für dich eine günstige und sehr schnelle Variante. Also dein Arbeitsplatz ist nun perfekt auf dich abgestimmt. Wenn du noch gerne mehr Informationen zum ergonomischen Arbeitsplatz hättest, kannst du dir diesen verlinkten Blogartikel ansehen. Dort ist alles Schritt für Schritt noch einmal erklärt. Außerdem findest du noch ein paar spannende Zusatzinfos. Tipps, wie du weniger sitzt. Wie der Patrick gezeigt hat, hat Sitzen fatale Folgen. Im Alltag müssen wir bei der Arbeit jedoch leider sitzen. Denkste. Wir haben für euch ein paar Tipps vorbereitet, wie es jeder schafft, im Alltag ganz automatisch weniger zu sitzen. Jede eingesparte Minute ist hier übrigens wertvolle Lebenszeit. Punkt 1. Meetings im Stehen. Wie viel Zeit verbringst du am Tag bei Meetings im Sitzen?
Meetings, die nur kurze Zeit in Anspruch nehmen, kannst du ohne Probleme im Stehen abhalten. In dieser Position bist du aktiver und aufnahmefähiger. Außerdem besprichst du die Punkte schneller als in der bequemen Position im Sitzen. Wenn du in deiner Arbeit jeden Tag viel zu tun hast, sparst du nicht nur viel Zeit, sondern stehst auch wertvolle Minuten. Google verwendet dazu übrigens eigene Meeting-Fahrräder, auf denen die Mitarbeiter auf der frischen Luft aktive Besprechungen abhalten können. Tipp 2: Telefonate im Stehen. Manche halten nicht zu viele Meetings ab, müssen dafür aber umso mehr telefonieren. Was hältst du von der Idee, alle Telefonate im Stehen zu machen und währenddessen im Raum ein wenig herumzugehen? Das hat gleich einen doppelten Effekt. Du sitzt nicht nur weniger, sondern schaffst ohne Aufwand eine angenehme Bewegung in deinem Arbeitsalltag. Punkt 3. Gestalte deinen Arbeitsweg anders. Ein ziemlicher Basic-Tipp, dennoch bringt er dir sehr viel. Fahre mit dem Fahrrad in die Arbeit oder gehe zu Fuß. Doch was ist, wenn man zu weit weg wohnt oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit fährt? Dann heißt es entweder das Auto ein wenig weiter weg parken oder eine Station früher aussteigen. Du kannst jeden deiner Kollegen oder Kolleginnen fragen, die mit dem Fahrrad in die Arbeit kommen oder morgen ein wenig Bewegung haben. Alle werden dir dasselbe berichten. Man fühlt sich danach einfach frisch und wach. Punkt 4. Deine Freizeitgestaltung. Nicht nur die Arbeit kann eine intensive Zeit für unser Sitzflash sein, sondern auch die Freizeit. Oft machen wir da weiter, wo wir in der Arbeit aufgehört haben. Vom Büro geht es ins Auto und dann auf die Couch. Es ist schade, wenn man das Potenzial seines Körpers so vergeudet. Deswegen kannst du am Abend wenigstens einen kurzen Spaziergang oder eine Ausgleichssportart machen. So bekommst du außerdem zusätzlich deinen Kopf frei. Die Zeit vom Fernseher kannst du übrigens auch teilweise aktiv nutzen. Mache dazu wenigstens in der ersten halben Stunde beispielsweise ein paar Faszienübungen. Wie diese Übungen funktionieren und was diese bewirken, zu dem kommen wir gleich noch. Treppen statt Lifte. Der Klassiker unter den Fitness-Tipps ist der Treppen statt Lifte-Tipp. Dieser Tipp kostet dich keine zusätzliche Zeit, da du auf den Lift sowieso immer eine Ewigkeit warten musst und du hast wieder ein Stück Bewegung in deinen Alltag integriert. Kreativprozesse an einem Stehschreibtisch bzw. einem Stehpult ausarbeiten. Kreative Dinge kann man super im Stehen ausarbeiten. Wenn du also ein Brainstorming machst, kannst du dich einfach an einen Stehpult stellen und die Idee oder das Konzept kreieren. Und wenn zufällig ein Kollege oder eine Kollegin vorbeikommt, kann er oder sie sich unproblematisch im Vorbeigehen dazustellen und du bekommst neue Inputs. Beim Ausarbeiten einer Idee im Stehen tust du nicht nur deinem Körper etwas Gutes, sondern du wirst auch viel kreativer. Im Büro Gehwege schaffen. Das Credo der meisten ist, im Büro sollte alles vom Stuhl aus erreichbar sein. Das wollen wir nun einmal umdrehen. Im Büro sollte alles so weit weg wie möglich sein. Sind wir uns ehrlich? Solche Tipps wie diese hier sind immer schwer umzusetzen, weil man sich am Anfang ständig darauf konzentrieren muss, die Dinge während des Tages nicht zu vergessen. Ist ein Tag einmal ein wenig stressiger, hat man natürlich keine Zeit daran zu denken. Irgendwann schaltet sich dann auch noch der innere Schweinehund ein und plötzlich weiß man gar nichts mehr davon. Der absolute Geheimtipp für mehr Bewegung im Büro, den du immer machst, egal was kommt, ist dem Büro bewusst Gehwege zu schaffen. Stelle den Drucker zum Beispiel in den Nebenraum. Oder lagere Ordner, die du öfter benötigst, nicht in Schreibtischnähe. So machst du automatisch mehr Bewegung, ohne ständig dran denken zu müssen. Das Aufstehen ab und zu wird dir gut tun. Freunde einmal anders treffen. Freunde zum Kaffeetrinken treffen. Kommt dir das bekannt vor? Oben hatten wir schon den Tipp, auch in der Freizeit weniger zu sitzen. Doch was macht man beim Kaffeetrinken schon wieder? Richtig, sitzen. Wie wäre es statt dem Kaffee mit einem gemeinsamen Spaziergang? Ihr könntet auch gemeinsam Inlineskaten gehen. Es gibt so viele Sachen, die du zusammen mit deinen Freunden machen kannst, wo du nicht sitzt und die sowieso viel mehr Spaß machen. Und der letzte Tipp, kleine Besorgungen zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen. Einkaufen, zur Post, zum Friseur oder andere Erledigungen lassen sich so bequem mit dem Auto machen. Statt jedoch diese 500 Meter mit dem Auto zurückzulegen, kannst du dies auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen. Das ist nicht nur gut für deine Gesundheit, sondern auch für die Umwelt. Das waren jetzt insgesamt 9 Tipps, wie du es schaffst, weniger zu sitzen. Schaffst du es jeden Tag nur eine Dreiviertelstunde an Sitzen einzusparen, was absolut möglich ist, dann sitzt du im Jahr schon 274 Stunden weniger. Auf 10 Jahre aufgerechnet sind das dann schon stolze 2700 Stunden. Das entspricht über 100 Tage, die du nur gesessen wärst. Versuch dich allgemein in deiner Freizeit viel zu bewegen. Es kann mit Ausdauersport wie Laufen oder Nordic Walking beginnen und bis zu Tennis oder Golf gehen. Finde eine Sportart, die dir Spaß macht und baue sie dann regelmäßig in deine Woche ein. Es gibt übrigens keine Abkürzungen oder dergleichen.
Menschen suchen immer einen einfachen oder kürzeren Weg. Zu diesen Verlierern gehörst du jedoch sicher nicht. Das Einzige, was du musst, ist die Disziplin aufzubringen, Woche für Woche dein Programm, das du dir vornimmst, auszuführen. Starte am Anfang lieber klein. Besser zweimal in der Woche für eine Stunde etwas machen, aber dafür konsequent und regelmäßig, als mit sechsmal die Woche Sport anzufangen und dann nach der zweiten Woche schon wieder aufzugeben. Passe dein Bewegungsprogramm auf dich und deine Lebenssituation an. Und nun übergebe ich das Wort wieder an Patrick. Nie wieder Rückenschmerzen. Du hast es nun also schon geschafft, dass du im Alltag weniger sitzt. Legen wir nun die nächste Basis. Das Sitzen hat unseren Körper über Jahre und Jahrzehnte verformt. Deswegen benötigt es auch ein bisschen Zeit, bis wir es schaffen, dass du frei von Rückenschmerzen, Nackenverspannungen und Co. wirst. Wenn du die folgenden Handvoll Übungen regelmäßig einbaust, kannst du diesen Prozess im Regelfall innerhalb von wenigen Wochen erfolgreich absolvieren. Starten wir nun mit den Übungen. In diesem Video gehen wir mit dir jetzt insgesamt 3 Übungen zusammen durch. Du findest noch etliche Büroübungen mehr auf unserem YouTube-Kanal, Instagram-Channel oder im Gratis-E-Book, das in der Infobox verlinkt ist. Zum Start machen wir eine Dehnungsübung. Setz dich in deinen Bürostuhl aufrecht hin und rutsche ein wenig nach vorne. Lege nun ein Bein über das andere, dein linker Knöchel berührt so dein rechtes Knie. Nun solltest du schon einen ersten Dehnreiz spüren. Spürst du noch nichts, kannst du deinen Oberkörper noch ein wenig nach vorne beugen. Bleibe nun für 20 bis 30 Sekunden in dieser Position. Atme dabei tief und regelmäßig weiter. Im Anschluss wechselst du die Seite. Wie fühlt sich diese Dehnungsübung für dich an? Wichtig dabei ist, der Dehnreiz sollte nur so stark sein, dass du nebenbei mit deinem Kollegen noch normal weiterreden kannst. Diese Übung kannst du super im Büroalltag einbauen. Wiederhole dabei die Übung insgesamt 3-mal pro Seite für jeweils 20 bis 30 Sekunden. Also die erste Übung hätten wir nun, die du direkt in deinem ganz normalen Arbeitsoutfit machen kannst. Diese Übung hilft dir übrigens auch super bei Gesäßschmerzen. Nun gehen wir gleich zur nächsten Übung, die für dich die Basis darstellen wird. Diese Übung fällt überhaupt niemandem auf, wenn du sie im Büro machst. Setz dich in deinen Bürostuhl wieder gerade hin, deine Beine stehen hüftbreit nebeneinander am Boden. Die Fersen drückst du dabei in den Boden und du kneifst deine Pobacken zusammen. Ziehe deinen Nabel zur Wirbelsäule, damit bauen wir eine gute Bauchspannung auf, die für dich im Büro besonders wichtig ist. Richte deine Brustwirbelsäule auf, ziehe die Schulterblätter nun in Richtung Wirbelsäule nach hinten. Das ist die Grundposition. Gehen wir sie noch einmal schnell durch. Du sitzt gerade im Stuhl, die Pobacken sind zusammengekniffen, der Nabel zieht zur Wirbelsäule und die Schulterblätter bewegst du nach hinten unten. Jetzt drückst du mit der Handkante auf die Tischplatte oder auf den Oberschenkel. Die Daumen zeigen dabei nach oben. Du kannst die Intensität dadurch steigern, dass du fester drückst. Atme dabei ruhig und gleichmäßig weiter. Gehe immer wieder deinen ganzen Körper durch, ob du noch in den verschiedenen Muskelgruppen angespannt bist. Halte die Position insgesamt für 10 bis 15 Sekunden und entspanne dich danach. Wiederhole die Übung insgesamt 5 bis 6 Mal und mach dazwischen immer 15 Sekunden Pause. Diese Übung stellt eine wichtige Basis im Büroalltag dar. Sie hilft dir bei der Aufrichtung und trainiert den gesamten Rücken- und Bauchmuskelbereich. Baue diese Übung ab sofort regelmäßig in deinen Alltag ein. Dies war ein erster Auszug aus 2 von vielen Übungen, die du im Büro machen kannst. Mehr Corpus Motum Übungen findest du wie gesagt hier direkt auf YouTube, Instagram oder im verlinkten kostenlosen E-Book. Und nun geht es weiter zu den Faszien. Nicht nur Läufer lieben diese Faszienübungen, sondern auch Vielsitzer. Diese Übung bearbeitet unseren verkürzten und verklebten Hüftbeuger. Deswegen ist sie so extrem wichtig für uns. Für die Übung benötigst du nur eine Faszienrolle oder als Alternative kannst du auch ein Nudelholz verwenden. Lege dich in Bauchlage auf eine Matte und positioniere die Rolle unter einem Oberschenkel. Liege entspannt auf der Matte und suche nun Schritt für Schritt deinen Oberschenkel nach verspannten Punkten ab. Die ruhige und gleichmäßige Atmung sollte das Maß für die Schmerzintensität sein. Rolle mit der Rolle vom Knie bis über den Beckenkamm, damit wir bei dieser Übung den Hüftbeuger auch mitnehmen.
Durch leichtes Drehen des Oberschenkels kannst du die verschiedenen Regionen durchmassieren. Nimm dir für den ersten Oberschenkel so viel Zeit, wie du benötigst und wechsle dann im Anschluss zur anderen Seite. Warum solltest du diese Übung machen? Noch einmal zur Wiederholung. Die ständige Sitzposition im Alter verkürzt den Hüftbeuger. Diese Verkürzung führt zur Überlastung in den umliegenden Regionen. Durch das Durchmassieren und Abrollen des Oberschenkels kommt es zur Lockerung der Oberschenkelmuskulatur, wodurch sich das Gehen leichter und freier anfühlt. Durch die Bearbeitung der Hüftmuskulatur wird ebenso die Aufrichtung erleichtert. Nun hast du also ein erstes kleines Übungspaket mit 2 Übungen fürs Büro und mit 1 Übung für zu Hause. Baue diese Übungen konsequent in deinen Alltag ein und du wirst schon nach kurzer Zeit eine Veränderung bemerken. Das war es nun für meinen Teil in diesem Video. Nun begleitet euch Tobias weiter durch das Thema und zeigt euch, was Unternehmen konkret für ihre Mitarbeiter umsetzen können. Auch als normaler Angestellter kann man hier noch den einen oder anderen Tipp gut mitnehmen. Betriebliche Gesundheitsförderung Spezial Edition. Sitzen ist das neue Rauchen. Du kennst dich im Thema mittlerweile sehr gut aus und hast schon einen guten Überblick über alles bekommen. Nun sehen wir uns konkret an, was dein Unternehmen für die Mitarbeiter machen kann. Der erste, ganz einfache Schritt, der dich gar kein Geld oder Budget kostet, ist an die Mitarbeiter dieses Video weiterzuleiten. So sensibilisierst du sie erstens und zweitens bekommen sie gleich erste Lösungen, die sie direkt selbst im Alltag umsetzen können. Das ist für alle weiteren Maßnahmen eine gute Ausgangsbasis. Also fangen wir an, Schritt für Schritt mögliche Lösungen für dein Unternehmen für das Sitzproblem durchzugehen. Erstens, der Stehschreibtisch. Die erste logische Variante gegen das Sitzen im Büro ist Stehen. Wie wäre es also mit einem Stehschreibtisch im Büro? Auf den ersten Blick ist der Stehschreibtisch ein wahrer Traum. Endlich steht der Mensch wieder. Es gibt viele positive Dinge zu beobachten. Verkürzungen, zum Beispiel an der Oberschenkelrückseite oder im Hüftbeuger, werden vermieden. Die Beine werden wieder gefordert und laxe Sitzhaltungen, die für unseren Körper auf Dauer nicht gut sind, sind auch kein Thema mehr. Stehschreibtische ermöglichen es, dass die Beinachse wieder eine natürliche Position einnimmt und die Abwechslung zwischen Sitzen und Stehen tut den Mitarbeitern einfach gut. Im Stehen lassen sich außerdem kreative Dinge super ausarbeiten und gemeinsame Projektarbeiten können die Mitarbeiter im Stehen viel besser lösen. Dadurch förderst du bei dir im Unternehmen eine offene Kommunikation. 3 Nachteile, die es gibt, sind die teure Anschaffung, die körperlichen Voraussetzungen der Mitarbeiter und noch der innere Schweinehund. Man kann seinen Mitarbeitern das beste Equipment anbieten. Wenn es jedoch keiner nutzt, ist es nur verbranntes Geld und Budget. Die Stehfunktion muss von den Mitarbeitern nämlich erst genutzt werden. Am Anfang ist die Motivation immer besonders hoch. Nach 2 oder 3 Wochen lässt sie jedoch stark nach. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die Mitarbeiter auf die Gefahren im Sitzen sensibilisiert sind, damit sie die Stehschreibtische dann auch konsequent nutzen. Ein weiteres Problem ist, dass der Körper jedes Einzelnen so verformt ist, dass man selbst im Stehen am Stehschreibtisch zu Schonhaltungen neigt und es rein aus körperlicher Sicht somit keine große Verbesserung sein muss. Deswegen ist es wichtig, den Mitarbeitern Übungen zu zeigen, wie sie sich auf die Arbeit im Stehen gut vorbereiten können. Welche Stehschreibtischübungen die Mitarbeiter machen sollten, findest du in diesem verlinkten Video in der Infokarte. Der letzte Nachteil ist, dass deine Firma relativ viel Geld für die Stehschreibtische in die Hand nehmen muss. Falls deine Firma die Büros sowieso neu ausstatten will, dann ist dies die perfekte Ausgangslage, um das Thema im wahrsten Sinne des Wortes auf den Tisch zu bringen. Dazu gibt es auch 2 kostengünstige Alternativen, wie du es trotzdem schaffst, Stehschreibtische in deinem Unternehmen zu bekommen. Es gibt verschiedene Aufsätze, mit denen man normale Schreibtische zu einem Stehschreibtisch upgraden kann. Diese Aufsätze sind extrem günstig und aus Pappe bekommst du sie schon für rund 45 Euro. Bei größeren Mengen ist auch ein Mengenrabatt möglich. Der einzige kleine Nachteil dabei ist, dass man diese Aufsätze dann immer wieder neu aufbauen muss. Das ist natürlich eine zusätzliche Hürde für die Mitarbeiter. Was dem jedoch gegenübersteht, ist, dass ein Aufsatz von mehreren Mitarbeitern genutzt werden kann und du so einen Pool an Aufsätzen anschaffen kannst. Wenn du dich weiter für solche Stehschreibtischaufsätze interessierst, findest du auf dem Corpus Motum Blog einen ausführlichen Testbericht dazu. Als 2. Alternative kannst du ein Mitarbeiter-Firma-Tandem-Bezahlmodell wählen. Das heißt, sowohl die Mitarbeiter als auch die Firma trägt einen Teil der Kosten. Hier spart sich das Unternehmen nicht nur Geld, die Beteiligung durch die Mitarbeiter hat nämlich noch einen weiteren Vorteil. Wenn jemand sein eigenes Geld in etwas investiert, dann nutzt man die Anschaffung auch eher. Das hilft dir beim ersten Nachteil, dass die Mitarbeiter die Stehschreibtische auch wirklich nutzen.
Außerdem melden sich so auch nur jene Mitarbeiter, die wirklich ein ernsthaftes Interesse an einem Stehschreibtisch haben. Ein kleines Manko, das Stehschreibtische noch nicht zum perfekten Schreibtisch macht, gibt es noch. Eine Studie aus London mit 5100 Verwaltungsangestellten zeigte, dass nicht Sitzen explizit unsere Lebenserwartung verkürzt, sondern jede ruhende Position. Das würde auch auf das Stehen zutreffen. Der menschliche Körper wurde dazu erschaffen, bewegt zu werden. Stehen fordert das Herz-Kreislauf-System jedoch auch nicht viel mehr als Sitzen. Die idealste Form wäre deswegen also ein Gehschreibtisch. Hier bewegen sich die Mitarbeiter wirklich während der Arbeit. Gehschreibtische sind übrigens schon einmal im Video mit den 5 BEF Best Practice Beispielen aus der ganzen Welt als drittes Beispiel vorgekommen. Dort zeigen wir dir unter anderem auch Studien, wie sich Gehschreibtische auf die Produktivität auswirken. Auf was du in Zukunft setzt, kommt auf eure persönliche Situation in deinem Unternehmen an. Du kannst den Mitarbeitern auf jeden Fall einmal ein Gehschreibtisch-Testmodell zur Verfügung stellen. Dann siehst du, wie dieser erste Testlauf angekommen ist. Also, ein Steh- oder Gehschreibtisch bzw. verschiedene Aufsätze als Upgrade stellen für dich die erste Maßnahme gegen langes Sitzen in der Arbeit dar. Zweitens, der Büroaufbau und diverse Anpassungen. Die folgenden Tipps kennst du schon teilweise aus dem vorherigen Teil. Nun geht es darum, dass du diese Tipps auch firmenweit umsetzt. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, Wege schaffen. Hier kannst du auf drei Ebenen arbeiten, auf der persönlichen, auf der Team- bzw. Abteilungsebene und auf der Firmenebene. Es geht darum, dass in der Firma bewusst Wege geschaffen werden, damit die Mitarbeiter öfter kurz von ihrem Büroarbeitsplatz aufstehen müssen. Jeder Einzelne kann zum Beispiel Mappen weiter von sich weg platzieren. Abteilungsintern wäre es eine Möglichkeit, den Drucker umzupositionieren oder die Arbeitsplätze so anzuordnen, dass man von den Kollegen, mit denen man am öftesten zusammenarbeitet, am weitesten weg sitzt. In größeren Firmen wäre es eine weitere Idee, dass man die Pausenräume von Abteilungen tauscht. So muss das Rechnungswesen ein Stockwerk nach oben zum ehemaligen Pausenraum der Marketingabteilung und die Marketingabteilung geht für ihre Pause ein Stockwerk nach unten in den Pausenraum im Stockwerk der Rechnungswesenabteilung. Solche Aktionen solltest du jedoch nicht über die Köpfe der Mitarbeiter hinweg entscheiden. Vor allem beim Pausenraumtausch braucht es eine breite Mehrheit, die diese Aktion mitträgt, damit es in der Umsetzung auch funktioniert. Welche Auswirkungen hat dieser Tausch auf deine Firma? Bei 3 Pausen am Tag sind das 6 zusätzliche Stockwerke täglich. Auf 200 Arbeitstage in einem Jahr aufgerechnet ist zu jeder Mitarbeiter stolze 1200 Stockwerke gegangen, ohne großen zusätzlichen Zeitaufwand. Auf der Basis von 100 Mitarbeitern habt ihr innerhalb von nur einem Jahr so unglaubliche 120.000 Stockwerke zurückgelegt. Der zweite Punkt, den du umsetzen solltest, sind ergonomisch angepasste Arbeitsplätze. In Österreich und Deutschland ist es vom Gesetz sogar verpflichtend vorgeschrieben, dass die Büroarbeitsplätze ergonomisch an die Mitarbeiter angepasst sein müssen. Sinngemäß lautet es im deutschen Gesetz, dass Maßnahmen durchzuführen sind, die den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und ergonomischen Anforderungen entsprechen. In Österreich ist dies seit dem Jahr 2000 auch vom Gesetzgeber verpflichtend vorgeschrieben und die Überprüfung muss ab einem Arbeitnehmer von einem Arbeitsmediziner durchgeführt werden. Kleine Unternehmen bis 50 Mitarbeitern unterstützt die AUVA hier kostenlos. Ergonomie ist von vielen Firmen nicht das Lieblingsthema. Es ist aber trotzdem wichtig für die Mitarbeiter und deswegen solltest du diesen Punkt unbedingt umsetzen. Als dritten Punkt haben wir deswegen als Ausgleich ein Thema, das dir sicher mehr Spaß macht. Es geht um Sitzbälle und Sitzkissen. Willst du mit diesen 2 Goodies die Mitarbeiter in deinem Unternehmen unterstützen, solltest du auf ein paar Dinge achten. Im Video über den Sitzball haben wir dich schon über die gesundheitlichen Gefahren des Sitzballes aufgeklärt. Hier macht die Dosis das Gift. Man sollte pro Tag maximal 3x20 Minuten am Sitzball arbeiten. Der Sitzball ist ein Trainingsgerät und so sollte man ihn auch behandeln. Durch die labile Unterlage musst du viel aktiver sitzen. Lümmeln funktioniert auf einem Sitzball nicht mehr. So trainieren die Mitarbeiter ihre Tiefmuskulatur und benötigen dazu weder zusätzliche Zeit, noch sehen sie es als Training. Als kleiner Tipp am Rande. Sitzbälle sind im Büro sehr sperrig und oft findet man keinen Platz zum Zwischenparken. Als Alternative kannst du Sitz- bzw. Ballkissen verwenden. Diese haben den gleichen Effekt, sind im Büro jedoch viel leichter zu verstauen. So, das Büro ist nun gut angepasst. Jetzt bewegen wir uns. Drittens, bewegt in die und in der Arbeit. Als nächstes dreht sich alles darum, wie wir es schaffen, dass sich die Mitarbeiter viel bewegen. Wir kreieren Angebote, damit sie sich sowohl in der Arbeit als auch auf dem Weg zur Arbeit bewegen können. Der erste Schritt in puncto Bewegung ist, zum fahrradfreundlichen Arbeitgeber zu werden. Wie viele Angestellte kommen bei dir bereits mit dem Fahrrad in die Arbeit? Schaffe für Fahrräder die nötige Infrastruktur, die sie benötigen.
Dazu zählen zum Beispiel Fahrradständer. Im Idealfall sind diese überdacht und am Firmengelände gut abgesperrt. Eventuell kannst du auch noch Duschen andenken. Hast du weiters eine gewisse Firmengröße, dir fehlt jedoch ein gut ausgebauter Radweg? Dann kannst du dieses Thema an die Stadtpolitik herantragen. Neben den Infrastrukturmaßnahmen kannst du eine Sensibilisierungskampagne und andere Aktionen planen, die das Fahrradfahren fördern. In der Kampagne zeigst du den Mitarbeitern am besten, wie viel CO2 sie durch das Fahrradfahren einsparen können und welche positiven Auswirkungen die Fahrradfahrt am Morgen und nach der Arbeit auf ihre Gesundheit hat. Im Frühjahr wäre außerdem ein Fahrradfrühjahrscheck eine Möglichkeit, dass die Mitarbeiter sichere Fahrräder haben und das Thema Fahrradfahren wieder ins Bewusstsein gebracht wird. Fahrradtouren wären eine weitere Möglichkeit zur Ankurbelung der Fahrradquote. Solche Aktionen kannst du über das ganze Jahr verteilt planen. Was neben dem Fahrradfahren auch eine super Bewegungsturbo-Zündungsaktion ist, ist eine Schritte-Challenge. Hier hat jeder Mitarbeiter sein persönliches Schritteziel, das er pro Tag erreichen möchte. Eine dementsprechende Software trackt das mit. In dieser Software gibt es dann verschiedene Challenges und die Mitarbeiter können sich untereinander messen. Manchmal gibt es auch Aktionen, wo Firmen in einer Region gegeneinander antreten können. Da wird dann der Ehrgeiz der Mitarbeiter so richtig geweckt. Neben diesen zwei Beispielaktionen kannst du die Mitarbeiter mit Angeboten wie Yoga, Nordic Walking Kursen, Firmenläufen, bewegten Pausen, Gesundheitstagen oder Bürofitnesseinheiten weiter zur Bewegung animieren. Zu diesen Themen findest du in der Playlist über die betriebliche Gesundheitsförderung auf unserem Kanal weitere Infos und Tipps für die konkrete Umsetzung. Also zusammengefasst, welche drei Schritte du in deinem Unternehmen setzen kannst, um dem Thema Sitzen ist das neue Rauchen gezielt entgegenzuwirken. Erstens, setze auf Geh- oder Stehschreibtische, damit die Mitarbeiter eine Abwechslung zum Sitzen haben. Zweitens, passe die Büros so an, dass die Mitarbeiter ganz automatisch Bewegung machen. Achte außerdem auf ergonomische Arbeitsplätze und biete den Mitarbeitern Sitzbälle oder Kissen an. Drittens, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Sorge durch die verschiedenen Bewegungsangebote wie dem Fahrradfahren oder der Schritte-Challenge, dass die Mitarbeiter sowohl am Arbeitsweg als auch in der Arbeit viel Bewegung haben. Dein Unternehmen investiert durch diese drei Punkte wertvolle Ressourcen in die Gesundheit der Mitarbeiter. Dies hat folgende positive Auswirkungen. Dein Unternehmen kann auf gesunde und leistungsfähige Mitarbeiter setzen. Die Mitarbeiter fühlen sich durch die Aktion vitaler und beugen so die typischen Büroprobleme wie Rückenschmerzen, Nackenverspannungen und Co. vor. Durch die neue aufrechte Körperhaltung schüttet der Körper außerdem positive Hormone aus, wodurch das ganze Betriebsklima und die Qualität der Arbeit in deinem Unternehmen steigt. Zusammengefasst. Ja, Sitzen ist ein großes Thema und es hat erhebliche Auswirkungen auf unseren Körper. Doch, wir können etwas dagegen tun. Mit schon kleinen Zeit- und Geldinvestitionen können wir uns und unserer Gesundheit etwas Gutes tun. Und auch du als Firma kannst für deine Mitarbeiter einfach Dinge umsetzen, die erstens dir nutzen und zweitens den Mitarbeitern den Arbeitsalltag erleichtern. Also, Sitzen ist das neue Rauchen. Das kann keiner bestreiten. Investieren wir deswegen gemeinsam in die Prävention und schaffen den Umschwung. Deswegen heißt es jetzt teilen, teilen, teilen. Teile das Video unbedingt mit deinen Kollegen, damit sie auch von den Tipps profitieren und wir das Thema nachhaltig und gezielt angehen können. Jede Person, die ihren Büroalltag ein wenig gesünder gestaltet, ist bereits ein Gewinn. So hast du erstens etwas Gutes getan und zweitens profitierst du indirekt davon, weil sich die Krankenkassen Millionen von Euro sparen, welches wiederum das Geld von uns allen ist. Also, teile das Video jetzt gleich mit deinen Kollegen und leite es außerdem an die Gesundheitsverantwortlichen in deinem Unternehmen weiter. Und jetzt bist du gefragt. Was sagst du allgemein zum Thema Sitzen ist das neue Rauchen? Was sind deine Tipps, die du im Alltag bereits umsetzt? Verrate es uns in den Kommentaren, wir sind gespannt. Hast du außerdem noch ein Thema, das dich brennend interessiert und zu dem wir unbedingt ein extra Video machen sollten? Schreib es uns ebenfalls in die Kommentare und dann erscheint vielleicht schon bald ein Video zu deinem Wunschthema. So, das war es jetzt nun mit dem Video. Wir wünschen dir in der Zwischenzeit alles Gute und sehr viel Erfolg mit den Tipps und sehen uns beim nächsten Video.